So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Es ist ein bisschen düster. Normalerweise nehme ich ja die Folge Raid am Mittwoch immer am Mittwoch auf, frühs oder mittags, aber ich war am Mittwoch nicht da, ich war den ganzen Tag weg. Also nehme ich es jetzt Mittwochabend auf für Donnerstag. Raid am Mittwoch, am Donnerstag, denn wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche. Stört euch nicht am Setting, vielleicht gefällt es euch sogar, ist ja eh hier Oktoberzeit, es ist sehr früh düster. Duster, Augen auf, es wird duster. Also dieses Automarke Duster. Dann es regnet den ganzen Tag, es ist Halloween-Feeling, Laub raschelt in den Bäumen und in den Köpfen der Leute, ist auch Laub drin, meistens und deswegen ist das perfekt. Ihr habt wieder Sachen eingesendet, ne? Wenn ihr was einsenden wollt, schickt mir das halt privat in Telegram, WhatsApp, Facebook, Instagram, Discord, Campfire, wo auch immer. Dann habt ihr die Möglichkeit, hier reinzukommen. Ich sortiere immer ein bisschen aus, was gut ist, was nicht. Und würde sagen, wir starten einfach mit dem Video, mit den Highlights der Woche. Angefangen hat die Woche hier bei mir, denn Tote Oma, ich muss es oft genug sagen, hat mir diese exklusive zusätzliche Ticketforschung geschenkt, wo man also diese Pose bekommt. Jetzt habe ich 3 Videos gemacht, wie ich auf der Suche nach dieser blöden Pose bin, aber im dritten Teil, der am Mittwoch dann kam, habe ich es also geschafft, habe mir diese gruselige Halloween-Pose abgeholt und hab die jetzt halt dran. Deswegen heißt mein Buddy gerade Tote Oma, weil Tote Oma mir das letzte Ticket geschenkt hat. Und jetzt wisst ihr auch, was Tote Oma ist. Ist ja eigentlich ein Gericht, ne? Ich glaube so Blutwurst oder irgendwas. Oder was anderes, weiß ich nicht. Wenn ihr wisst, was Tote Oma ist, schreibt es halt mal rein. So, danke nochmal an Tote Oma. Tiso zeigt uns hier, hatte am Dienstag Glück. Shiny Lil Minip eingetütet. Blood and Tears bedankt sich der Main, beziehungsweise dank dem Mäusekind, gab es an ihrem Modul, das sie gezündet hat. Ne? Da war man nämlich hier, Spotlight-Stunde, Pupsi hat zu Hause mal Modul angemacht. Ich habe geguckt, innerhalb von 5 Minuten 3 Shinies bekommen von Paragoni. Das fand ich mega genial. Ich habe gefühlt in der Spotlight-Stunde noch nie Shiny gekriegt. Und da habe ich gleich 3 Stück innerhalb von 5 Minuten. Das war krass. Auch Blood and Tears, also Sarina, hat ein Shiny abgesahnt von den Modulen von Pupsi. Selal hat wieder 1000 Bilder geschickt. Ich habe wieder fast alles rausgelassen, habe ein paar Sachen mit reingenommen. Ein 1956er Wetterbrust Shiny Schlinking. Eins mit 1995 hinterher. Auch Paragoni abgesahnt. Ampharos wohl aus dem... Wollte ich sagen, Ampharos aus dem Mega Raid. Aber das war ja gar nicht in den Mega Raids. Er hat ein wildes Shiny Ampharos encountered mit 722 WP und eins mit 748 WP. Das fällt mir jetzt erstmal auf. Ich dachte, das ist vielleicht vom Mega Raid. Dann wäre es aber trotzdem krass, aus 2 Mega Raids 2 Shinies zu ziehen. Aber das ist einfach ein wildes Ampharos. Vielleicht ist es gar kein Ampharos, ein wildes. Vielleicht ist es Zerua. Ach du meine Güte. Ja, ich blätter das schnell weg, bevor ich mir darüber Gedanken mache. Denn Shiny Driftlon ist am Start. 100er Banett hat er mitgenommen. Charmian erlöst zu 100%. Nebulak 100% mitgenommen. Shiny Nebulak in der Nacht sogar bei Regen. Dann hier was. Das müsste was von Yu-Gi-Oh! Sein, glaube ich. Rechter Arm, linker Arm, rechtes Bein, linkes Bein, Exodia, die Forbidden One, The Forbidden Door von AEW, ihr wisst Bescheid. Und in der Mitte Turtok, Adi Schatz, alles Gute, so Adi ist auch da. Da müssen wir mal kurz Pause machen, sonst hört ihr mich nicht, wenn den sein... Jetzt ist der Schwanz weg, jetzt können wir weiterreden. Dann, fass mich nie wieder an oder meinen Sohn. Nochmal, also hier, ich bin der Tauboss und ich mach dir gerade Stress. Hört besser drauf, lass das in Ruhe. Ich, der 10 Raids macht ohne Shiny, mein Freund, der halt einfach nur das Handy einmal im Jahr rausholt, direkt Shiny, richtig brutal. Adi Schatz, finde ich cooles Bild und da auch Shiny Schlinking drauf verarbeitet, das ist nice. Sören hat ein richtig gutes... Krypto-Lavados bekommen, ist ja ein starkes Pokémon, auch so als Flugangreifer oder auch als Feuerangreifer, aber ich glaube als Flugangreifer wird das meistens auch genutzt. Hätte ich kein 100er, hätte ich es erlöst,
So, wenn man einen 100er hat, würde man das nehmen und auf 50 ziehen. Perfekt. Sören lässt es bestimmt so. Hab es bekommen. Shiny Paragoni hinterher. Der dritte Count. 100er Paragoni. Er tauscht 100er Paragoni am Großen. Chefe 24. 100%ig. Skorgler, Fifien, Zorua 100%. Glücks. Das ist auf jeden Fall krass, weil das ist selten. Kinoso nach Tara auch in 100. Shinies, die er hier mitgenommen hat. Auch zwei. Shiny, Adi, auch zwei, Shiny, Paragoni, zwei Pfiffchen, zwei Pionscorer, Driftlon, noch ein Pfiffchen, Dedenne, Flunschlick, alles ist am Start. Dann für Raider Mittwoch vom Pokehandler, Driftlon, Lavados, Krypto, Shiny, Schluckhook, Shiny, Kuslinchen, Shiny, Lichtel, Nebulak, Kuslinchen, Shiny, Schuppet und Rettan, Kaiser Kai, Shiny, Mauzi, Alola. Dann, der hat dir seine Bilder total beschmückt, aus der befristeten Forschung bekommen. Guck mal, die Spinne da oben und dann hier dieses und Paragoni 100% und die Trainerin, die Teamleiterin hat einfach einen Hexenhut auf. Dann Shiny Darkrai mit lauter Kürbissen oben noch im Mund und eine Fledermaus dran gemalt. Also das sieht auf jeden Fall, man merkt, es ist Halloween. Noch ein Darkrai Shiny, da nochmal Fledermaus, Spinne, Katze, alles ist am Start. Und noch ein Kessel mit Pfeffi-Brühe drin. Darkrai hat gegönnt, direkt nacheinander. 16,50, 17,12, zwei Raids nacheinander mit Eule, Totenschädel, alles dabei. 100% Traunfugil beim Cutter-Account, Krypto-Lavados-Duo, ohne Edelsteine, aber mit der neuen Funktion, habe mittlerweile drei Shinies von dem. Glückwunsch auch dazu. 17 Sekunden über, Darkrai-Duo. Der hatte Standpauke und Spukball, habe nur Kampf-Pokémon genutzt, war komplett ohne Wetterbrust, 37 Sekunden über. Nach dem Rauchtag bekommen, von denen kann ich dir aber keine Ausbeute zeigen, da ich nichts bekommen habe. Also während des Rauchtags nichts, kein Pionscorer, aber danach Nebulak Shiny, sieht auf jeden Fall auch gut aus. Zweiter Darkrai Duo Raid, der hatte Finde und Finster Aura und der neue Teambonus ist extrem stark und schon wieder Shiny Darkrai mitgenommen. Nummer 3, Shiny Darkrai immer noch bei Kaiser Kai. Alexander Ahringer, endlich Shiny Schlinking in Pokémon Go. Ein einziges Shiny beim Rauchtag Pionscorer bekommen, hat mir noch gefehlt. 8 Monate später nach schwerer Arbeit fertig, dann nur 2 Sterne, aber trotzdem was wert. Da passt doch endlich wie die Faust aufs Auge, da steht's aber nicht da. Dann Wildgefangen, Erzengel Michael, Pfiffchen, Nebulak in Shiny, Paragoni, aus der Forschung vom Heute-Tab in 100%, aus dem Ei ein Shiny Marmolita. 100% Kryphook mitgenommen, das ist auf jeden Fall krass, ist zwar glaube ich nicht nützlich, aber irgendwie trotzdem krass. So, muss man mal sagen, Timo, mit dem habe ich das Flunschlick hier mit reingepackt, weil das hatte zwar auch einen Quest-Day, aber ja, die anderen Sachen waren halt, Praktibalg war erst C-Day, Feuerriegel erst C-Day, Verrät Amit, ne? Das habe ich mit rein, weil das finde ich persönlich am coolsten von den dreien. Bierschanke auch, schlechtestes Shiny ever. Aber immer noch eins, was ich so dringend haben wollte und jeden Wuff-Wuff angeklickt habe. 457, vor allem so ging es mir übrigens mit Paragoni. Ich bin ein bisschen demotiviert gewesen, seit der Main weg ist. Aber als ich das Paragoni Shiny gesehen habe, habe ich gedacht, wenn ich das kriege, das wäre was, was ich auf dem Habanero-Account auf jeden Fall behalten würde, nicht verschicken würde, aufheben würde. Und dann sind sogar 3 geworden. Das fand ich richtig cool. Guckt euch doch nochmal an, dieser alte holzige Baum, der plötzlich aussieht wie abgebrannter Aschebaum mit schwarz und diesem silbergrau irgendwas, das ist stark. Aluhut auch dabei. Andy Vorbeck hier 100% Gruff. Nice, hat nicht jeder, ist frisch drin, das ist cool. Andy Vorbeck getauscht. Nach einigen Tagen tauschen endlich das 100% Glücks. Das hat der Main auch gehabt, das hätte ich gerne entwickelt, aber ja. Mac, Maggie, Zubat, Shiny, Capuno, Shiny, alles grün, Shiny, genau wie Traunfugil, Rettan, das ist aber schon wieder Paco, auch Zubat, Pfiffchen, Tiso. Das war mein Rauchtag mit Pionscorer und so viel zum Thema erhöhte Shiny-Chance. Ich sehe das anders und ja, hab gespielt ca. 3 Stunden und ja, hab auch Pionscorer gefangen, aber wie man sieht, kein einziges Shiny.
weil mich scheiß dunkel es draußen ist. Gestern um die Uhrzeit habe ich noch ein Tasting aufgenommen. Jetzt ist es einfach Nacht. Es ist gerade 18 Uhr. Daniel Love auch. Woo! 96er Shiny Schlinking mitgenommen. Shiny Pump Gin mitgenommen, den es jetzt ohne Kostüm endlich gab. Dann am C-Day 98er Shiny Meistergriff mitgenommen, also entwickelt. Dann, das erinnert mich an den Lavita C-Day damals auf der Feste Coburg rumgelaufen. Alle sagen, oh, ein 98er Lavita, krass. Ich, Shiny. Und dann, was? Ist das das 98er? Und ja, es war das 98er, was dann Shiny war. Das ist hier also ungefähr auch so. Shania hat hier noch ein 100er Griffel erlöst, hat auch ein Schlinking mitgenommen mit 16.02. Benjamin Engel hier mit einem Shiny. Mauzi, 100% Skorgla. Paragoni, 100. Familie voll in 100. Das würde der Habanero beides verschicken. Thomas Speck zeigt uns auch ein gutes Krypto Lavados, was er zu einem 100er machen könnte. Und ein zweites, wo ich mir sagen würde, okay, wenn ich die zwei hätte, das würde ich erlösen, das würde ich hochziehen. Damit ich ein 100er habe und ein gutes. Aber er könnte natürlich beide als Krypto lassen und als mächtig starke Flugangreifer nutzen, genau. Annika, Zapdos Annika, zeigt uns ihre Shinies, die sie so bekommen hat, aus dem Ei auch das Flunschläg, dann die C-Day ausbeuten, die Fleckmons mit dem Hut, dann unten Onyx noch dabei, Fleck, du, ihr seht selbst, Wampel da oben, Cumulus, 100% Paragoni, Shiny Darkrai, Shiny Paragoni in der Spotlight-Stunde, immer noch Cumulus, Shiny Shuphead, Atoma Sun, oder wie damals in Gera, Atume Sau, Atoma Sun, mein Highlight diese Woche, Shiny Kryphook, das auch nice, wäre noch kein Sattel. Traunfugil, Shiny noch mitgenommen, Atoma Sun noch 100% Burme. Main Account, jeden Abend habe ich angepinnt, hat auch schon 400%ige Purmel. Jetzt habe ich einmal das Vivian Decks durchentwickelt, seitdem mache ich keine Postkarten mehr und brauchst du nicht mehr, egal. Bierschanga, Schillern, Griffel am Start, Flampion, Hunduster, Barschwar, Praktibal, Knilz, alles dabei. Das Griffel nochmal extra, weil es ein Krypto ist. Bierschanga, Schillern, Alter, Null, Digga, was ist das? Glaube ich, ihr zweiter Count, Nebulak, Schlinking, Praktibal, Weiße Griff, Rihon, Quajutsu, Froxy, Shiggy, Lenzhardt, Shiny Schlinking, Lenzhardt, Traunfugil Shiny, Vivien Shiny geplus. Wir waren heute übrigens in Hibu mal unterwegs auch und waren dann auch Essen holen und waren noch beim Muttertier. Da habe ich auch ein Vivien bekommen, weil ich das Gotcha, gut, ich hab's gerade nicht dran, das Gotcha von Pupsi jetzt mal angelegt habe, dass es zwischendurch mal ein paar Stops dreht und mal ein paar Pokémon fängt. Fühlt sich schon wieder an wie Cheaten, wenn eine Maschine für dich spielt und du danach in den Beutel gehst und guckst, welche 100er und welche Shinies es gefangen hat, ohne dass du was mitgekriegt hast. Machen aber viele, macht gefühlt jeder, ist keine Ahnung, wo der Unterschied ist, ist ja eigentlich dasselbe. Das Shiny will wegfliegen, nach oben, Lenzhardt hier mit dem Shiny Drifton, Lenzhardt auf Baumlieber, hab's erst am nächsten Tag bemerkt, auch 100% Gruff mitgenommen, tauschen lohnt sich, 100er Glibungel, Shiny Rettern mitgenommen, Shiny Sichlor mitgenommen, Shiny Schuppet, erlöstes Elektek, 100%. Lafire. Oh. Shiny Paragoni. Gesundheit, danke. Habt auch gar nicht genießt. Erlöstes 100er Keifel. Krypto Lavados steht hier. Es ist doch aber ein Gala Lavados. Gut, sagst du nichts dazu. Nochmal Lafire 666. Krypto Shiny Lavados Baloo. Paragoni 100, Irbis und Paragoni aus der schaurig schönen Ticketforschung, Traunfugil Shiny, Panzer Aeron Shiny aus der GBL. Hier hat gesagt, die haben da irgendwie getauscht, Feuerwehrfrau und Balu haben getauscht, Praktibal gegen Sangabu und bei jedem ist ein 100%iges rausgekommen. Sangabu als 100er feiere ich auch derbe. Nochmal 100er Nebulak, 100er Schluppuk, Shiny, Traunfugil, Shiny, Pionskora. Duo mit gegen Lavados, das Duo steht gar nichts da, sieht aus wie Solo. Baloo macht einfach Solo-Raids mit 139 Sekunden Restzeit, dann noch Shiny Driftlon, Shiny Paragoni, 100% Darkrai, Laura hier 100% Nebulak, also Gengar, 100% Sangapu, das eben aus dem Tausch. Ansonsten waren das die Highlights der Woche und wir haben jetzt noch den
Schocker der Woche für euch vorbereitet. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von, haltet euch fest, Adi Schatz, alles Gute mit dem Gummimund. Nein, der Schocker der Woche kommt von Pokehander. Der hat nämlich auch geschrieben, hier vielleicht noch als Schocker der Woche, Darkrai? Shiny Darkrai? Shiny Darkrai in 100%, 100% Shiny Darkrai. Die Shiny-Farbe vom Darkrai ist jetzt leider nicht so spektakulär, aber Darkrai ist einfach so ein krasses Pokémon. Und das kriegst du nur, wenn du raidest. Du kannst dir keinen Shiny rübertauschen. Du kannst aus dem Tausch auch keinen 100er kriegen. Ich habe damals 663 Darkrai-Raids gemacht, bevor ich überhaupt einen 100er bekommen habe. Er kriegt hier 2136 das Shiny 100%, also das Shando Darkrai. Das fand ich cool, da ist Nostalgie dabei, das ist hier die Marshmallow-Frisur. Ich würde sagen, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Morgen ist ja Donnerstag, da ist ja, also wenn ihr das seht, hat ja schon wieder der vierte Teil vom schaurig schönen Ticket angefangen. Der zweite Teil vom Halloween-Event, da geht's nochmal richtig ab und ja, mal gucken. Schaurig schönes Ticket, Teil 4, muss ich eh raus, muss ich eh filmen, muss ich aufnehmen, kriegt ihr wieder als Video. Gibt's sonst Tickets? Weiß ich nicht. Mir ist nichts bekannt. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.